möchte alle Teilnehmer ganz, ganz herzlich begrüßen und natürlich dich, Annette, du bist mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr, dass du mit mir über das Thema sprichst, wie die Seele zum Tanzen oder was die Seele zum Tanzen bringt und wie, was wir tun können. Und ja, ich möchte die Teilnehmer und dich erstmal ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Hallo Sandra, ja, herzlichen Dank für diese liebe Einführung und ich grüße auch alle Teilnehmer, alle Zuschauer und ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen, weil allein der Titel, du zählst, das ist schon so herzöffnend und so ansprechend. Also da habe ich mich sehr gefreut, dass du mich dafür eingeladen hast. Ja, und für die Zuschauer, du bist Mama von 4 Kindern. Du hast Sozialpädagogik studiert und halt bist sehr eng im Kontakt mit verschiedenen Menschen. Und deine Mission und Angebote gehen immer in die Richtung, dass du Menschen mit sich selber verbinden willst, mit ihrem Herzensplan und ihr Inneres, ihren Seelenplan einfach zum Leuchten bringen. Und das tust du durch Tanzangebote, durch Retreats, wo es darum geht, dass man zum Beispiel räuchert oder Kakaozeremonie macht, dass man in Wälder geht. Und du hast auch ein Jahresprogramm, das Lovelution. Und vielleicht magst du einfach selber noch ein bisschen was dazu sagen, was von all diesen Angeboten etwas ist oder eine Erfahrung, die du teilen magst, wo du gesagt hast, das war so herzöffnend für mich, das begleiten oder mit dabei sein zu können, dass du sagst, okay, das ist das, wofür ich brenne, wofür mein Leuchten auch wirklich zum Scheinen wird. Okay. Ja, du hast jetzt ganz viele Sachen schon zusammengefasst. Ja, ich bin Sozialpädagogin, ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren, seit über 30 Jahren schon mit Menschen und habe da sehr viel Freude dran. Es war ganz klar, ich habe mal eine Banklehre gemacht und habe gemerkt, das erfüllt mich gar nicht. Ich brauche den Kontakt zum Mensch. Und so ging das los, ja, auch mit Kindern als Erzieherin. Und dann bin ich so weitergewachsen, bis ich an den Punkt kam, zu merken, da geht noch mehr, wenn Menschen das wirklich von sich heraus wollen. Es ist ein Unterschied, ob ich Menschen in der Sozialarbeit begleite, weil sie da Hilfe brauchen, ne, wenn auch das Jugendamt mit dabei ist, oder wenn Menschen dann noch mehr leuchten wollen und können. Ja, und da habe ich gemerkt, da geht noch mehr, was aber diesen Rahmen sprengt. Und deshalb habe ich angefangen, mich weiterzubilden und natürlich auch aus meiner eigenen Lebensgeschichte heraus, die, naja, mich auch sehr mitgenommen hat. Da durfte ich auch verschiedene, ja, Traumatisierungen überwinden und habe das dann auch sehr bewusst gemacht und habe da auch gemerkt, wo so Stellschrauben sind, die nachher helfen, dass man wieder in seine Kraft kommt. Ja. Und da habe ich Dinge entdeckt, die mir besser getan haben, als es in der Therapie möglich war. Also ich bin auch Therapie erfahren und habe dann gemerkt, wo mich der Weg so hinführt. Und es ging immer in die Öffnung des Herzens, ja. Egal, was man da draußen macht, welche Methode, welche Art zu sprechen man jetzt lernt, oder, ne, das sind immer noch äußere Bedingungen, aber es geht darum, hier anzukommen. Und als ich das verstanden habe, das ist ja was Energetisches, ja, dieses energetische Arbeiten, es hat mir wirklich die Tür geöffnet, es hat mich in ein, ja, fast neues Leben gebracht oder an den Anfang. Und deshalb habe ich mich entschieden, da auch weiter aufzubauen. Ja, und wie du sagst, es ging dann auch mit, also Coachings, ich bin Entspannungstrainerin und dann ging es mit Seminaren im Kloster weiter. Und meine Mission ist wirklich, Menschen in ihr Fühlen zu bringen, in die Verbindung zu sich selbst. Ja, das hat jetzt mal noch nicht speziell mit einem Angebot was zu tun. Ich habe das sehr genossen, im Kloster zum Beispiel, in der größeren Gruppe auch zu merken, wenn Menschen sich miteinander verbinden, was da möglich ist. Ja, also das waren so berührende Begegnungen. Auch dann so ein Beweis immer wieder, wenn Menschen sich öffnen und in Kontakt kommen, was wir im Alltag ja oft nicht haben, dann ist so viel mehr möglich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt schon so beantwortet habe. Das Doch, kam jetzt gerade auf jeden so. Fall. Vielen Dank. Ich möchte einfach noch was ergänzen zum Verständnis für die Teilnehmer. Also im Kloster heißt jetzt nicht, dass du Nonne warst. Ich habe ja gesagt, du hast 4 Kinder, aber dass man sich das besser vorstellen kann. Im Kloster heißt, also Kloster Esthal ist halt in deiner unmittelbaren Nähe, genau, dass du da